vorgestellt. Graveyard Keeper, Breaking Dead mit dem DLC Stranger Sins. Und wir sind in der Folge Nummer 9. Ja, da ist unser Mannequin. Und dann wollen wir jetzt gucken, dass wir, Steine bekommen. Nee, Steine haben wir schon bekommen. Die müssen wir jetzt klein kriegen. Warte mal. Nee, das war falsch. Da müssen wir hin. Wir haben 10 Steine und können jetzt Grabsteine machen. Und wir brauchen 4 Stück auf dem Friedhof noch. So, und hier gibt es ja auch noch andere. Einen großen Stein. Und das hier ist das und das ist nichts. Gut, da können wir das wieder rückgängig machen, ne? So, was hier steht, da machen wir das raus. Also, aus dem großen Stein können wir kleine Steine machen. Aus diesem Teil können wir dieses machen. Und aus der Grab können wir wieder rückgängig machen. Passt, glaube ich. So, fertigen ist eh. Nochmal eh, weil ich will mehr davon haben. So. Und dann fertigen. Macht er die 4 auf einmal? Nein, ne, oder? Ne, nur 3. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir die alle aufnehmen können. Aber 2 gehen ja mindestens. Doch, werden schon mehr Sachen weggeräumt. Da gibt es natürlich ordentliche Punkte, wie wir gerade sehen. So, jetzt gehen wir erstmal die Steine hin, machen wir im Nassen hier, im Regen, im Dunkeln. Ja. So, das bedeutet 8 Punkte mehr auf dem Friedhof. Ist schon eine Ecke. Wir haben 15 Punkte, oder wie waren es? Sehen wir jetzt. 15 minus 8 sind dann nur noch 7. Das ist doch sehr schön, oder? So, zack, zack. Und drauf damit. Und hier vorne ist noch eins. Auch fertig arbeiten. Nur noch 11. So kommen wir langsam an unseren schicken Friedhof. Und F. Tja, das war's schon wieder. Inventar. Bären essen. So, jetzt sollte es weitergehen, oder? So, das hat er noch geschafft, oder was? Sehr interessant. Da noch einen Grabstein setzen, dann ist das auch schon fertig. Sehr schön, dann haben wir schon minus 7 nur noch. Das heißt, wir kommen voran, oder? So, was müssen wir hier machen, damit das Dingens hier fertig wird? Hauptzaun reparieren. Dafür brauchen wir ein Holzreparaturwerkzeug. Fertig und Werkbank für Holz. Werkbank für Holz 2. Holzreparaturwerkzeug. Fertig dann Werkbank für Holz. Gut, dann schauen wir doch mal bei der Werkbank für Holz vorbei. Wir sind in diesem Bereich. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wer da gerade von den NPCs unterwegs ist dann. Das ist die Schlange. Der hat uns, von dem haben wir noch nichts. Gut, dann gehen wir gerade mal zu unserem Zuhause. Und gucken. Werkbank für Holz. Haben wir die schon? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Das ist ja keine Werkbank für Holz, oder? Können wir die hier noch basteln? Stein, Schneid, Stein, Fort, Hof vergrößern, Holzblockplatz, Sägebock, Holzstapel, hölzerner Amboss. Nee, da gibt's noch keinen Werkplatz für Holz. Hier können wir das Holz klein machen. Ah, da gibt's das Eisengeschichte. Wie weit sind wir denn hier? Das brodelt schon mal wieder. Da geht nur einer zum anderen, genau. Toilette können wir nicht gehen. Wasser hätten wir da. Beta ist der Hampf, weil er unterwegs ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir das hier fertig kriegen.
Da gibt's nichts. Kompostraum, wähle eine Ressource. Wie komme ich denn an die Werkbank für Holz? Torf kriege ich nicht und Bernstein habe ich auch keine Setzlinge. Ja, wie geht's da weiter? Gute Frage, ne? Vielleicht könnten wir mal was zu essen machen können. Nur fertig an Handmixer. Okay, Handmixer. Keine Ahnung, wo wir den Handmixer bauen. Achso, wir haben ja hier noch ganz viele andere Sachen, ne? Geht nix. Können wir gebratenes Fleisch machen. Den Kuchen können wir auch machen, den wir Klamotten haben. Achso, ist kein Feuerholz drin, deswegen geht das wahrscheinlich nicht, ne? Okay, dafür brauchen wir 10 Feuer, die wir hier erledigen können dann, ne? Also ganz Feuerholz ist jetzt drin. Ach, das brutzelt schon, alles klar. So, jetzt ist noch die Frage. Das ist eine Kiste. Hier ist unser Kellerverlies, wo wir nichts machen können, ne, oder? Können wir noch eine Kiste bauen. Gut, aber wir brauchen gerade keine Kiste. Da sind noch Klamotten drin. Was war das? Haut, okay. Den Schädel, den brauchen wir noch. Ne, machen wir gerade das hier. Technologien. Das haben wir schon. Ne, das haben wir nicht, das können wir machen. Gut, was haben wir hier? Einfache Grabsteine haben wir schon. Steinerne Grabsteine, okay, da fehlen uns Ressourcen für. Hier ist nichts. Hier können wir die Verbesserung machen. Und zwar ein blaues Beet mit Stäben. Okay. Ich brauche aber jetzt gerade Verfall. Da geht es leider nicht weiter. Also das wäre schon besser wie das. Fortgeschrittene Schmieden. Das Eisenstücke, Blaupause, Amboss. Das haben wir schon alles. Ne, das können wir alles machen. Glas und das sind die Werkzeuge. Ja, weiter gucken erst noch. Bergbau, Steinmetz, Brennholz. Nee, ist noch nicht so weit hier. Geht sowieso nichts. Warte, hier oben ist noch was. Holzarbeiten. Dies ist definitiv freizuschalten. Genau. So, Essen war klar, das. Ah, da können wir noch Werkzeuge basteln. Ich glaube, die machen wir auch, weil wir dann vielleicht das vernünftige Werkzeug machen, was eine Aufgabe ist, oder? Also das ist schon mal Prio 1. Das ist Prio 2. Das ist unwichtig. Also das. Freischalten, fertig. So, hier geht das aber nicht zu machen, ne? Ne, da ist nur die Kiste. Hier ist auch ein Lagerkeller oder sowas wahrscheinlich nur. So, und dann ist die Blaupause fertig. Ich denke mal, die kriegen wir jetzt hier, oder? Werkbank für Holz. Da brauchen wir Eisenstücke 2. Haben wir keine Eisenstücke oder haben wir die reingetan? Das ist Metallstrott, da müssen wir Eisenstücke machen. Okay, da haben wir den Barren. Ist das das, was wir brauchen? Ich weiß es nicht, wir machen es. Gut, Eisenstücke. Und Werkbank für Holz. Oh, die ist aber riesengroß, wa? Gut, dann packen wir die da ein.
Das kann weg. Und wir haben wieder keine Energie mehr. Machen noch den Rest weg. Ach, das geht sogar. Nicht ganz, oder wie? Nicht genug Energie. Benutzen. Benutzen. Komm, essen wir gerade alle auf. Und fertig bauen. E. Dafür brauchen wir eine Holzplanke. Die können wir aber auch hier machen. E. Und das fertigen wir auch an. Sehr lustig hier, wie er den Dingens macht. So, dafür haben wir 4 Sets gekriegt. Dann gehen wir mal auf den Friedhof. Und reparieren da was, ne? Ist ja cool, wie es jetzt vorangeht. Wenn man erstmal einen Dreh raus hat, dann geht's voran, oder? Also 2 sehe ich mindestens, die wir fertig machen können. Nämlich dieses. Aha, schaffen wir wahrscheinlich nicht, oder? Nicht genug. Na, siehst du. Das bedeutet... Geht man schlafen oder geht man nicht schlafen? Wir haben noch irgendwie Äpfel auch zum Essen in der Bank, ne? Und wir haben noch 30 weitere Beeren. Müsste man mal gucken, ne, was wir da gerade so machen. Ich glaube, wir gehen nochmal in die Kiste und holen uns da was zu essen raus. Beeren geben 5 zurück und Äpfel geben auch 5 zurück. Arbeitszimmer nicht beendet, Arbeitszimmer nicht beendet. Ich weiß nicht, was Arbeitszimmer ist. Das ist dann 50 Energie. Kann man die auch alle auf einmal essen irgendwie? Ne, ich habe Shift-Taste und Steuerungstaste gedrückt, hat sich nichts geändert. Okay. Und jetzt haben wir die Hälfte bei 50 Punkte. Also der Balken da oben, kann man da drauf gehen und der zeigt das an, ne, oder nicht. Der Balken gibt bestimmt, aber das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, ne? Charakter, Journalist. Karte. Ne, ich glaube, das kann man nicht sehen. Ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt erstmal 50 Punkte. Keine Leiche in der Nähe. Nebelig ein bisschen. Und wir basteln da erstmal weiter. Na, das gab einen nur, okay. Das ist schick, das können wir noch schick machen. Okay, da geht einiges. Was brauchen wir hier? Wir brauchen irgendwie Steinwerkzeug wahrscheinlich, oder? Aber was braucht man dafür? Ah. Geht auch. Wir haben 5 da oben noch im Friedhof minus. Und jetzt nur noch 3. Ach, das ist auch kaputt. Okay. Ah, da brauchen wir 2 für. Unser Friedhof hat jetzt aber schon mal minus 3 nur noch. Und wir brauchen 5 plus. Das heißt, wir machen noch so ein paar Sets. Und dann kriegen wir das hin, oder? An der Werkbank war das, ne? Weiß gar nicht mehr, was man alles brauchte. Nur eine Planke. Macht er nicht? Ah, jetzt macht das. Ich glaube, wir machen gleich 2-mal das Ganze. Achso, jetzt habe ich das glaube ich nur 1-mal gemacht, ne? Wollte das jetzt 2-mal machen. Naja, machen wir es nachher, na egal. Und keine Energie mehr.
Das bedeutet. Ne, wir gehen nicht gerade rein. Wir holen uns gerade ein paar Äpfel oder so. Kommen die erstmal alle auf. Warte mal. 13 hatten wir, es müsste jetzt schon voll sein, die Energie, ne? Ne, doch nicht. Gut, dann können wir die 3 auch noch essen. Dann haben wir das erledigt. Und machen da weiter. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, 8, ne? Oder? 8, ja, fast. Und dann wieder zum Friedhof. Und weiterbauen. Kann man den Zaun heiler machen? Nein, kann man nicht. Qualität minus 3. Und den Grabstein reparieren. Und auch nochmal Grabstein reparieren. Jetzt haben wir schon plus 1. Das können wir wohl auch noch reparieren, oder? Nee, F nicht eh. Da sieht es auch schicker aus. Das da ist schick, oder? Ja. Alles gut hier soweit. Wir haben jetzt plus 2. So, was müssen wir jetzt hier nochmal haben, um das zu nehmen? Ein Grabzaun reparieren. Da brauchen wir einen Steinripper. Das geht am Steinschneider, okay. Können wir noch was anderes reparieren? Ich glaube erstmal nicht, ne? Aber vielleicht können wir da was drumherum bauen, mal gucken. Aber das haben wir hier nicht, okay. Ich glaube, wir machen mal gerade diese zwei Steinschneider-Reparatursets da, also zwei Steinreparatursets und dann müsste es ja schon eigentlich fertig sein, oder? Und wo war das hier, ne? Aha, dafür brauchen wir Lehm. Den haben wir nicht. Dann weiß ich auch nicht, wo wir jetzt gerade Lehm herkriegen. Gut, wie viele Points haben wir? Kann man es da sehen? 18. Okay, da kann man jetzt Glas noch machen. Warte, lass mal von vorne durchgehen. Da würde ich das machen wollen. Da ist ja nichts hinter, genau. Das Glas, da würde ich das Beet vorziehen. Und Essen ist erledigt. Zack, freischalten. So, wo gibt's das? Gute Frage, ne? Vielleicht hier unten. An dem Tisch würde ich jetzt eigentlich vermuten, ne? Beet mit Stäben. Da kannst du dann Bohnen pflanzen wahrscheinlich, ne? Kiste, Komposthaufen. Okay, das ist alles geklärt. Ich stehe nicht richtig davor. Das ist fertig. Das ist auch fertig. Was kann man da jetzt pflanzen? Nichts, was wir haben, ne? Nö. Okay, Bohnen oder sowas kommen da dran. So, Wasser. Müssten wir jetzt auch noch haben, ne? Hier kommen wir nicht weiter. Hier. Ach, da haben wir noch Brennholz für Beetumrandung. Werkbank für Holz macht Beetumrandung. Das ist doch hier dann. Ach so, da habe ich ganz vergessen umzuschalten. Dann geht das auch, ne?
Eine Holzmarkierung, Holzkreuz, hölzerne Farbumrandung, dafür brauchen wir Planken. Mach das nochmal weg. Müssen wir erstmal Planken machen. Stopp, nicht weglaufen. F drücken. Fertig. Und fertigen wir das. Haben wir das. Das war jetzt eine. Dann lass uns mal, ich weiß nicht, wie viele da sind. Ich glaube, vier da oben, unten rechts ist auch noch eine. Das sind wenigstens fünf, die wir machen können. Dann lass einen weniger machen, weil einen haben wir ja schon im Repertoire. Nicht genug Ressourcen. Das ist doof, ne? Wieso haben wir nicht genug Ressourcen? Doch hier Holzstämme. Achso, wir müssen gucken, wie wir die Planken herstellen. Ne? Aus Balken. Das heißt, wir müssen erst Balken machen. Balken werden hier gemacht? Nein. Werden die da gemacht? Nee. Dann werden die da gemacht, oder? Ja. Fertigen. Sechs Stück, dann kommen wir da nicht durch, müssen wir da rumgehen und machen das da fertig. So, jetzt kommen wir da, naja, okay, dann machen wir es einzeln. Jetzt wieder Saft alle. Haben wir was zu essen, was da passend wäre? Drin haben wir gebratenes Fleisch eigentlich, ne? Kocht haben wir. So, das haben wir. Okay. Fertigen. Und dann Grabumrandung machen. Da haben wir keine Energie mehr. Da ist weg. So, das bedeutet, das machen wir noch. Weg ist es. Und hier weitermachen. So, da sind noch zwei machbar, hätte ich auch gleich zwei anklicken können, naja, jetzt ist egal. Den einen können wir noch machen. Gut, wir haben 33, 21 Punkte, das ist schon voll cool. Super, kommen wir da irgendwo durch, ja. So, Dingensumrandung können wir jetzt basteln. Sechs Stück haben wir sogar, wow. Unser Friedhof hat drei.
Komme ich nicht dran oder was? Jetzt geht's. Friedhof 3. Und 4 Punkte. Schauen wir noch einen mehr. Den haben wir auch geschafft. Aber den können wir leider nicht mehr fertigstellen. Und uns was zu essen fehlt. So, das ist ja richtig cool, oder? Ja, das Blumenbeet können wir nicht schaffen. Aber wir sind da mit 5 Punkten gleich frei. Wir müssen jetzt nur gucken. Zu essen haben wir, glaube ich, nichts dabei, was uns jetzt irgendwie weiterhilft, oder? Ne, würde ich nicht sagen. Dann... Was sagt uns hier das Blaue? Ah, wir müssen schlafen, sagt er. Okay. Ja, dann würde ich auch hier erst einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Und was haben wir noch? Ach so, macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Gebt einen Daumen hoch, habe ich schon gesagt. Aber macht Kommentare rein, wie euch das Spiel gefällt und so weiter und so fort. Und was wir als nächstes machen sollen. Teilt das Video auf anderen Kanälen, dann kriegen andere mit, wie Graveyard Keeper so funktioniert. Und ja, dann sehen wir uns irgendwie irgendwann im nächsten Video weiter. Wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.